Am Kirchweihsonntag eröffnete Bischof Friedhelm feierlich die Kirche St. Peter und Paul. Ich freue mich immer, wenn die Menschen merken, das, was hier geschieht, geschieht auch für sie. Gott braucht keine Kirchen, aber wir brauchen sie als Begegnungsstätten mit Gott. Und insofern ist das für mich immer eine riesige Freude zu sehen, es ist noch viel Substanz da. Wenn man natürlich alles mitgemacht hat, das Bangen vorneweg, wann kommen wir dran, wann ist die Finanzierung gesichert, dann darf endlich angefangen werden, dann die ganzen Fragen. Und wenn man dann in die festliche Kirche einzieht, das überwältigt einen einfach. Die katholische Pfarrkirche ist Simon Petrus und Paulus von Tarsus geweiht. Bei den Würzburgern ist sie einfach die Peterer Kirche und das ganze Stadtviertel in der Würzburger Altstadt benennt sich danach. Die Stadt Würzburg hat 2012 den Platz zusammen mit der Regierung von Unterfranken sehr schön gestaltet, sodass dieses Viertel wieder eine Mitte hat. Und es war sein Muss, die Kirche innen zu renovieren. Sie ist außen renoviert, der Platz ist fertig, also haben wir jetzt innen renoviert. Und es ist ein Ort für das Peterer Viertel, wo die Peterer gerne herkommen, zur Ruhe finden, ihren Glauben leben. Und so funktioniert Kirche, dass sie eben in den Wohnvierteln da ist für die Menschen. Das Gotteshaus mit seiner über 1000 Jahre langen Geschichte zeigt jetzt ein ganz anderes Gesicht. Wir hatten am Anfang jetzt nicht den fertigen Plan, sondern wir haben uns in jedem einzelnen Problem immer wieder gestellt. Das ist zum Beispiel sichtbar am Hochaltar. Da haben wir erstmal gesagt, wir wollen das Fenster aufmachen. Dann hatten wir das Fenster auf, es war wunderbar, dann haben wir durch die Rückwand hinterm Kreuz abgenommen. Dann stand das Kreuz da, der Korpus war gefasst, das Kreuz war schwarz. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir den Korpus auch weiß machen in dieser Porzellanimitation, wie die Assistenzfiguren sind. Und die letzte Entscheidung war zu sagen, dann vergolden wir das Kreuz und zitieren so die Kanzel. Und so ist es eigentlich Schritt für Schritt immer perfekter geworden, bis es dann rund war. Und es ist schön, so eine Bewegung begleiten zu dürfen und dann das Ergebnis zu sehen und bei der Einweihung zu hören, es passt, es ist schön, es spricht uns an. Das barocke Gotteshaus im Peterer Viertel ist jetzt eine der modernsten Kirchen in Würzburg. Oh.